insgesamt kann man sich diese Probleme angucken, dass wir sozusagen noch nicht geschafft haben, irgendwie mit der Globalisierung und in diese in ein globales Bewusstsein von Weltenbürgertum hineinzuwachsen. Das heißt auch in sowas wie globales Mitgefühl und globale Verantwortung. Also nicht nur für meine Familie oder meinen Staat oder mein kleines Mikrokosmönchen, sondern wirklich für diese globalisierte Welt, in der wir aber so vernetzt sind, dass wir uns der ja auch gar nicht mehr entziehen können. Und wie kriegen wir also auf der einen Seite wieder Menschlichkeit in lokale Netzwerke, die aber total global funktionieren? Und eigentlich sind alle diese Probleme, könnte man da so zusammenfassen, dass wir als Individuen das noch nicht geschafft haben, in dieses Bewusstsein zu steigen sozusagen. Ne? Und da haben wir uns sozusagen gefragt, wie können wir eigentlich unsere Wissenschaften zusammenbringen, um gemeinsam Lösungen oder Antworten zu finden oder Utopien zumindest zu malen oder zu sagen, vielleicht kann es da lang gehen. Und das heißt, wir forschen sehr interdisziplinär, Psychologie, Neurowissenschaften, aber auch Philosophen, Anthropologen, also wir haben Psychiater und so weiter in unserem Department und eben auch Mikroökonomen und Makroökonomen. Und das Ziel, und da komme ich ganz am Ende drauf, ist sozusagen das Wissen, was wir von der Psychologie haben, in makroökonomische, mathematische Modelle zu überführen, weil wir immer noch im Mittelalter hängen, wenn man sich diese neoklassizistischen Homo economicus Modelle anguckt. Und ohne dass, glaube ich, mehrheitlich Politiker oder so das wissen, werden sie dennoch extrem beeinflusst von diesen Modellen und von den Annahmen, die in diesen Modellen sind und immer noch in jedem Textbuch stehen und somit ein Menschenbild charakterisieren, was völlig an der Realität vorbei ist, irgendwann mal in den 40ern mal entstanden ist, teilweise aus ganz pragmatischen Gründen und sich aber als Narrative durchgesetzt hat weltweit. Ich rede heute über etwas, was mir besonders am Herzen liegt und ich glaube auch Psychologen besonders gut können. Und zwar ist es sozusagen innere Veränderung, also Veränderung durch Bewusstseinsveränderung im Individuum, was dann aber gesellschaftliche Veränderungen mit erzeugen können. Also so in dem Sinne von Mahatma Gandhi, der mal sagte, you have to be the change you want to see in the world. Und das ist sozusagen etwas, was wir versuchen, ins Bewusstsein sozusagen dieser makropolitischen Systeme zu führen, indem wir Forschung machen, die dann wiederum sehr viel mit Neurowissenschaften und Psychologie zu tun haben. Und zwar ist es Plastizitätsforschung. Das heißt Veränderbarkeit von Gehirnen, Veränderbarkeit von Verhalten, Veränderbarkeit von Hormonsystemen, von körperlichen Systemen und die auf dem Niveau zu untersuchen von sozialen Gehirnen. Und wir haben also ein sozusagen Programm entwickelt, was auf Säulen von asiatischen meditationstechnischen, kontemplativen Traditionen und westlicher Psychologie basiert. Und haben sozusagen ein einjahres säkularisiertes Trainingsprogramm. Was wir meinen mit säkularisiert, ist, dass uns interessiert hat, aus den religiösen oder spirituellen Kontexten, in denen viele dieser Übungen natürlich entwickelt wurden, wie im Buddhismus, das sozusagen herauszulösen, sich aber die Essenz dieser Übungen beizubehalten, aber die zugänglich zu machen für Menschen aller religiösen oder nicht religiösen Hintergründen. Das heißt, wir hatten in unseren Gruppen genauso viele Atheisten wie auch christliche Gläubige. Das geht. Und die ersten 3 Monate ist einfach nur Stabilisierung des Geistes. Also, dass man einfach im Präsent, im Moment ankommt, einfach in der Stille und den Geist, der immer irgendwie von vorne nach hinten hupft und immer woanders ist, einfach mal hier sein lässt. Und es ist auch einfach, weil unser Geist derartig sprunghaft ist, ein Aufmerksamkeitsstabilisierungsmodul, so ein Basismodul. Und dieses rote Modul nennen wir Affekt und ist eigentlich so ein Mitgefühlsmodul, wo man Dankbarkeit, Fürsorge, Gefühle von Liebe letztlich kultiviert, aber auch sozusagen so eine Motivation zu helfen, da zu sein für den anderen, die Wohlfahrt des anderen im Kopf zu haben, aber auch, wie ich eigentlich mit all meinem Stress und meinem Ärger und so umgehe, wenn ich es habe. Also nicht unterdrücken, nicht auf den anderen schütten, was man auch gerne macht, sondern einfach, wie kann man mit dem liebevoll oder sozusagen akzeptierend und nicht urteilend umgehen. Und dann gibt es dieses ganz wichtige grüne Modul,
Das ist sozusagen, was vielleicht im Buddhismus der Aspekt der Weisheit am ehesten ist. Das ist Perspektive. Das heißt, man lernt, eine Art Vogelperspektive auf seinen eigenen Geist zu bekommen. Es geht hier auch darum, die Perspektive auf selbst, also zu erfahren. Wer bin ich eigentlich? Aus was bin ich eigentlich? Aus was bestehe ich? Was ist denn eigentlich? Who am I? Wer bin ich? Und auch, wer ist der andere? Was glaubt denn eigentlich der andere? Was sind eigentlich die Glaubenssätze von dir? Und das nennt man Perspektivübernahme auf andere. In den letzten Jahren habe ich immer mehr, also jetzt in der World Economic Forum, das letzte Mal haben wir das gezeigt und da saß Bob Shiller drin und das ist ein Nobelpreisträger, der Finanzmarkt, Makroökonom ist und der sagte wirklich vor der ganzen Presse, this is amazing stuff and this is our future. Dann sagte der Editor von Financial Times, Bob Shiller, are you aware what you just said? This would mean you would have to rewrite all your macroeconomic model. And then he said, indeed, I'm aware of it and we have to do it. Also und das vor also wirklich großer Mannschaft, da war ich sprachlos und war, dachte mir, da bewegt sich ja vielleicht doch was. So und ich hoffe, dass ich sozusagen so ein bisschen sagen, also ein bisschen nach Hause bringen konnte, warum wir glauben, dass das genauso wichtig ist wie hier. Und dass wir eigentlich das können wir nicht so leicht verändern, nicht morgen. Aber das können wir jede Millisekunde, jede Minute. Wir können immer uns verändern. Wir brauchen nur immer wieder bewusst zu werden, was motiviert meine Handlung? Warum mache ich das jetzt? Wie bin ich jetzt gerade? Wie stehe ich zu dem anderen? Das können wir immer, morgens, abends. Wir können immer meditieren. Wir müssen nicht in dieser Pose sitzen und das formal machen. Das hilft, aber und das heißt, die Verantwortung liegt wirklich bei uns. Und wenn wir das machen und das kollektiv machen, dann glaube ich, ist die Veränderung in der Welt kann also richtig utopisch werden. Ne?